Mion weitergeht. Dann stellt sich die Frage. So. Jetzt stellt sich die Frage. Wer ist der wahre Mörder? Und wer wollte en garde des Mord, den Mord in die Schuhe schieben? Von unseren Augen aus gesehen war es die Zeugin. Frau Adrienne Andrews, ich habe Sie ausgewählt. Sie sind Herr Corridas Mörder. Was? Ruhe, Ruhe, Ruhe! Herr Reins, das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Können Sie Ihre Anschuldigung beweisen? Beweisen? Alle Beweise deuten auf Frau Andrews hin. Wie absurd. Sie können mir nichts davon anhängen. Kann ich nicht, oder? Wollen Sie mich herausfordern? Was ist denn mit dem Messer? Mit dem Messer wurde auf das Opfer eingestochen, nachdem es erwürgt wurde. Es wurde benutzt, um den Verdacht auf Herrn Angard zu lenken. Ein Messer mit Herrn Angards Fingerabdrücken konnte nur aus seinem Zimmer stammen. Sie waren die Einzige, die mit ihm zu Abend aß und wusste, welches Messer seines war. Und wieder. Dann, was ist mit dem Knopf, der in Matts Kammer gefunden wurde? Dieser Knopf wurde dem Opfer entwendet, nachdem es bereits tot war. Das hätte nur die Person, die die Leiche fand, oder der Mörder selbst tun können. Wenn Herr Engard aber der wahre Mörder war, hätte er einen solch belastenden Beweis nicht in den eigenen Kammer versteckt. Und nochmal. Auch diese Brille. Die einzige Person, die den Knopf in Herrn Angards Kammer hätte stecken können, ist die Person, die ihn aus seinem Nickerchen weckte. Das waren Sie, Frau Andrews. Ich verstehe. Was ist mit dem leeren Gitarrenkoffer? Ein weiteres Beweismittel, das Frau Andrews belastet. Das Kostüm verbarg die wahre Identität des Mörders, als dieser vom Tatort floh. Nun, wer konnte wissen, dass sich solch ein Kostüm im Gitarrenkoffer befand? Das konnte nur die Person sein, die das Kostüm für das Opfer vorbereitete. Und diese Person sind Sie, Frau Adrienne Andrews. Nein, ich... Auf dem Gitarrenkoffer wurden aber keine Fingerabdrücke von Frau Andrews gefunden. Du selbst hast bewiesen, dass sie zur Tatzeit keine Handschuhe trug. Das ist richtig! Weil sie nicht die Absicht hatte, Fingerabdrücke zu hinterlassen. Hätte jemand herausgefunden, dass sie den Koffer angefasst hat, hätte man gefragt, warum. Sie öffnete ihn mit einem Handtuch oder so, um keine Abdrücke zu hinterlassen. Aber das Glas Tomatensaft ist eine ganz andere Geschichte. Frau Andrews hinterließ mit Absicht ihre Fingerabdrücken, um zu zeigen, dass sie wirklich die benommene Entdeckerin der Leiche war. Ah! Und zu guter Letzt ist da dieses Foto. Ein Foto von dem Mörder, der den Tatort verlässt. Kein vernünftiger Mensch auf Erden glaubt, dieser Nickel Summariser Herr on Guard. Er wäre viel zu klein für sein eigenes Kostüm, wäre es gewesen. Wenn wir schon bei der Körpergröße sind, Frau Andrews, Sie sind doch eher klein von Statur, nicht? Bitte, hören Sie auf. Nun, wie sieht es aus, Frau Andrews? Diesmal habe ich sie. Sie sieht nicht wirklich gut aus. Frau Andrews! Ich verweigere die Aussage. Was sagen Sie? Es gibt ein Gesetz. Es besagt, dass ich nicht zur Aussage gezwungen werden kann, wenn sie mich selbst belastet. Wer hat dir das verraten? Nun ja! Sie haben völlig recht, Frau Andrews! Das Recht hat einen Weg, Selbstbeschuldigung zu vermeiden. Indem ein Zeuge nicht zur Aussage gezwungen wird,
die ihn selbst belasten könnte. Was? Die Aussage verweigern? Daran würden die meisten nicht denken. Allerdings, wenn ich an gestern und Herrn Angards Zimmer denke. Adrian Andrews. Ja? Denk an das, was wir gerade besprochen haben. Verstanden? Gut. Ah, ja klar. Das ist es. Da hat Franziska ihr diese Idee in den Kopf gesetzt. Sie muss Frau Andrews gesagt haben, nicht auszusagen, wenn die Dinge schlecht stehen. Du hast gute Arbeit geleistet, denn du hast alles bewiesen, Phoenix. Aber es gibt noch etwas, das du noch nicht getan hast. Etwas, was ich noch nicht getan habe? Und Edgeworth lächelt. Stimmt was nicht, Wright? Schon fertig? Keine Beweise mehr? Was ist so lustig, Edgeworth? Ich bin mir sicher, das werden Sie auch gleich erkennen, Euer Ehren. Denn alles, was der gute Anwalt bisher bewiesen hat, ist bedeutungslos. Was? Alles, was du bewiesen hast, ist nebensächlich. Nebensächlich? Was ist das? Kann man das essen? Nein. Ja, nebensächlich. Du bist uns noch einen eindeutigen Beweis schuldig. Der Beweis, dass Frau Andrews wirklich den Wunsch hegte, Herrn Correa umzubringen. Frau Andrews! Sie wollten Sie Herrn Correa umbringen! Ich denke, damit würde ich mich selbst belasten. Deshalb sehe ich von einer Antwort ab. Aber Frau Andrews! Wenn Sie das tun, ist das so, als ob Sie Ihre Schuld zugeben würden, nicht? Vielleicht ja, vielleicht nein. Beides lässt sich nicht beweisen. Außerdem wüssten Sie durch mein Schweigen nicht, wessen ich schuldig wäre. Nein! Sie hat schon wieder diese Trotzhaltung! Mia, was sollen wir tun? Irgendwie sind wir in den schlimmstmöglichen Situationen gelandet. Oh ja, sie weigert sich einfach, was zu sagen. Also echt mal, Mädchen, verdammt nochmal! Ich denke, wir sind zu diesem Zeitpunkt zu einem Ergebnis gekommen. Frau Adrian Andrews verweigert die Aussage. Und die Theorie der Verteidigung, dass sie die wahre Mörderin ist. Wurde durch keinen wirklich eindeutigen Beweis belegt. Aber das ist nicht wahr. In dieser Situation bleibt dem Gericht nur eine Möglichkeit. Die Anordnung einer Unterbrechung. Unterbrechung? Ich bitte die Anklage und die Verteidigung, sich mit den Sachen weiter zu beschäftigen. Und in der Verhandlung morgen... Morgen? Wir haben keinen Morgen. Wenn es heute keinen Freispruch gibt, dann... Bitte warten Sie, Euer Ehren. Das ist nicht nötig. Die Verhandlung... Bitte fahren Sie mit der Verhandlung fort. Wozu diese Eile? Dein Mandant hat so einen Tag länger zu leben, nicht wahr? Das ist es nicht. Darum geht es nicht. Edgeworth, ich weiß, dass du weißt, wer der wahre Mörder ist. Bitte, fahren wir mit der Verhandlung fort. Wenn es kein Urteil gibt, dann wird Maya... Aber ich kann unmöglich fortfahren, solange die Zeuge die Aussage verweigert. Nun gut, das Gericht ist... Es ist nicht unmöglich, die Verhandlung fortzuführen. Edgeworth, was sagen Sie? Es stimmt, Frau Andrews hat das Recht gegen Selbstbeschuldigung. Aber ist das Thema der Unterhaltung eines, das mit ihrer möglichen Schuld nichts zu tun hat? Dann kann sie die Aussage nicht weiter verweigern. Ja, das ist völlig richtig, aber... Es gibt jedoch eine kleine Sache, die ich gerne wüsste. Frau Andrews... Als sie die Leiche des Opfers fanden, schenkten sie sich ein Glas Saft ein. Ja, und? Tut mir leid, aber ich finde das äußerst ungewöhnlich. Wenn man eine Leiche findet, ist man eigentlich erschüttert und rührt nicht im Glas. Also waren meine Handlungen ungewöhnlich, aber ich habe doch schon...
Bevor Sie sprechen, möchte ich wissen, ob es einen Grund für Ihre Handlung gibt. Wenn dem so ist, bitte ich Sie darüber auszusagen. Aussagen? Euer Ehren, ich würde die Zeugin bitte erneut darüber auszusagen, was passiert, als sie die Leiche des Opfers entdeckte. Die Erkenntnisse, die wir aus der Aussage gewinnen, sollte die Zeugin nicht belasten. Alter, Edgeworth hat uns schon wieder den Arsch gerettet! Junge, du bist geil! Ich weiß nicht so recht, was heute mit Edgeworth ist. Ich werde nicht schlau aus ihm. Ist er Freund oder Feind? Ich weiß es einfach nicht. Das Gericht gibt den Antrag der Anklage statt! Werden Sie so freundlich, Frau Andrews! Es kann doch weitergehen. Dieses Glas Saft, ich hatte es eigentlich nicht für mich selbst eingeschenkt. Als ich das Zimmer betrat, war ich überrascht, es so unordentlich vorzufinden. Und Juan, er saß in sich zusammengesunken und müde in der Ecke. Als ich ihn so sah, kam mir natürlich nicht der Gedanke, dass er tot sein könnte. Ehrlich gesagt, dachte ich, er sei ohnmächtig geworden, also holte ich ihm einen Saft. Als ich merkte, dass er tot war, warf ich versehentlich die Blumenvase um. Sie schütten das Glas Saft also für das Opfer ein! Warum haben Sie das nicht in Ihrer früheren Aussage gesagt? Ich dachte nicht, es sei nötig, sowas Unbedeutendes zu sagen. Phoenix, sei bitte vorsichtig hier. Wenn du in dieser Aussage nichts Falsches findest, dann können wir nichts mehr tun. Ich weiß. Edgeworth, was zum Teufel geht in deinem Kopf vor? Also gut, Herr White, Sie können mit dem Kreuzverhör beginnen! Kreuzverhör, als ich die Leiche fand. Also, ganz ehrlich, Phoenix, ist doch egal! Hauptsache, Edgeworth hat uns eine neue Chance gegeben. Also eine neue Chance, Maya zu retten. So. Und wie haben wir wieder das Gleiche? Es gibt da ein paar... Hier, ein paar Aussagen. Diese da. Diese. Und diese. Die alle haben... So. Man kann sich eine von denen rauspicken und dann den richtigen Beweis... präsentieren. Es kommt aufs Gleiche hin. Genau wie bei dieser Aussage von... keine Ahnung, wie lange. Nämlich an dieser Stelle muss man das Tatortfoto zeigen. Er saß als zusammengesunken da. Ja, natürlich. Mit einem Messer in der Brust. Das glaubst du auch selbst nicht, Mädchen. Sie haben also wirklich nicht gedacht, er sei tot, als sie ihn fanden? Nein, wirklich nicht. Obwohl sie dies sahen, als sie die Leiche entdeckten? Was soll das bedeuten? Ist das nicht offensichtlich, euer Ehren? Da ist ein Messer, das Herrn Corrida mitten in die Brust steckt. Jeder, der diese Szene gesehen hätte, hätte sofort gedacht, dies sei ein toter Mann. Das ist... Nun, verstehen Sie? Ich bezweifle, dass Ihnen irgendjemand für ohnmächtig halten und dann ganz locker was für zu trinken einschenken würde. Worauf wollen Sie hinaus? Frau Andrews, Ihre Aussage gerade. Sie war eine einzige große Lüge. Und Ihre Lüge hat eine Sache eindeutig bewiesen, dass Sie die Mörderin sind. Nein! Es sieht so aus, als hätte die Verteidigung die hässliche Wahrheit ans Licht gebracht. Der Angeklagte, Herr Matt Angard, ist nicht der Unschuld... ist... nicht der Schuldige! Entschuldigung. Troll. Aber das ist unmöglich. Sie irren sich. Frau Andrews, versuchen Sie, die Fassung zu bewahren. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Das können Sie mir glauben. Es war Matt, ich schwör's. Er hat Juan ermordet. Aber Sie waren diejenige, die Aussage verweigerte. Und der Grund dafür war, dass Sie sich vielleicht selbst belasten könnten. Das war, weil...
Frau Andrews, ich gebe Ihnen eine letzte Chance. Was ist es, das Sie verbergen wollen, weil es Sie belasten könnte? Ich verweigere die Aussage. Ach, schon wieder. Mädchen, zweimal dieselbe Nummer funktioniert nicht. Dann sieht das Gericht keinen Grund, diese Verhandlung weiter fortzusetzen. Herr Mertern, Gards Unschuld wurde klar bewiesen. Ist das vorbei? Haben wir die Wahrheit endlich gefunden? Stimmt was nicht, Phoenix? Normalerweise gesteht der Mörder oder die Mörderin seine oder ihre Schuld. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist dies das erste Mal, dass es jemand nicht tut. Dann würde ich gerne mein Urteil für Herrn Mertern Gard verkünden. Edward, was soll das? Euer Ehren, die Anklage denkt, dass es noch zu früh für eine Urteilsverkündung ist. Was? Der Grund ist ganz einfach. Die Zeugin muss erst noch die absolute Wahrheit sagen. Oh. Die absolute wahre Wahrheit! Was wollen Sie? Zeugin, haben Sie immer noch nicht verstanden? Huh? Ich weiß nicht, wer Ihnen diese blödsinnige Idee in den Kopf gesetzt hat, aber solange Sie sich durch Schweigen schützen, ist Matt on Guard frei. Und anstatt seiner sind Sie die Schuldige. Das ist eine Lüge. Ich glaube Ihnen kein Wort. Was? Mir wurde gesagt, wenn ich rede, ist alles aus. Und Matt würde nie schuldig gesprochen werden. Wovon in aller Welt redet sie denn bloß? Ist sie verrückt geworden? Ich kann nicht darüber reden. Meine Angst ist zu groß. Es ist Franziska von Karma. Hä? Erinnerst du dich nicht, Phoenix? Frau Andrews hält sich strikt an die Worte anderer, weil sie nicht die Kraft hat, an sich selbst zu glauben. Dann ist Frau Andrews gerade... Gestern bekam sie von Frau von Karma einen Rettungsring zugeworfen. Sag kein Wort, egal was passiert. Tust du's doch, wird Matt on Guard freigesprochen. Frau Andrews klammert sich gerade verzweifelt an diese Worte. Was sollen wir dann tun? Das ist das erste Mal, dass mir sowas unterkommt. Aber Frau Andrews muss die Mörderin sein, nicht wahr? Sind wir uns da jetzt wirklich so sicher? Wir müssen nur unseren Freispruch bekommen. Das ist alles, was zählt. Ich weiß nicht. Ich flehe Sie an, mir zu glauben. Ich habe Juan nicht getötet. Zu Hilfe. Bitte. Kann mir jemand helfen? Right. Ja, euer Ehren. Das Gericht kann so nicht weitermachen. Deshalb möchte ich wissen, was Sie vorhaben. Was ich vorhabe? Was soll ich nur tun? Was soll ich denn sagen? Right. Ich rate dir, dir das sehr gut zu überlegen. Denk darüber nach, was diese Zeugin getan und was sie nicht getan hat. Und denk darüber nach, wer denn der eigentliche Kopf hinter dem Verbrechen ist. Wer der eigentliche Kopf dahinter ist? Ist das nicht offensichtlich? Es kann niemand anderes sein als die weinende Frau dort drüben. Oder? Komm schon, was tust du? Was für ein Mann bist du, Phoenix Wright? Wie sollen wir jetzt reagieren auf diesen ganzen Druck? Das erfahren wir nach einer Unterbrechung. Kurze Pause und dann geht's weiter. Sehr geil.